zu schweigen, nichts mehr zu sagen. Ich habe mich in meinem Leben sehr um Worte bemüht. Sprache ist die Grundlage meiner Arbeit. Mit dem Reden bin ich quasi identifiziert. Ich habe mich in meinem Leben bemüht, mit Reden und Schreiben Wirklichkeit oder Wahrheit so präzise wie möglich zu beschreiben. Weil ich davon ausgegangen bin, dass das notwendig ist, um sich über Wirklichkeit und Wahrheit zu verständigen. Es ist auch notwendig. Aber die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, ist, es bewirkt nicht unbedingt Verständigung, sondern es bewirkt im Gegenteil viel Missverständnis. Es ruft viel Widerstand hervor. Und das hat so in den letzten 2 Jahren vielleicht sich in mir bewegt und zu einem Impuls Platz gemacht. Vielleicht wäre es besser, eine Zeit lang mal zu schweigen. Vielleicht könnte Schweigen mehr bewirken als Reden. Nicht grundsätzlich, sondern einfach vielleicht kommt gerade eine Zeit des Schweigens, wo Schweigen das Bessere ist. Für mich. Auch vielleicht ein Durchbruch durch die Missverständnisse und durch den Widerstand eher durch das Schweigen kommen kann. Ich fand da so eine Müdigkeit zu erklären und zu reden in mir. Und ein Bedürfnis im Schweigen zu versinken. Dass sich das lange in mir geregt hat und noch nicht so richtig ins Bewusstsein gekommen war, hatte damit zu tun, dass ich spürte, ja, das würde ja heißen, meine ganze Identität aufzugeben, weil Sprache ist meine Identität. Meine ganze Grundlage, meine Lebensgrundlage aufzugeben.
vorübergehend vielleicht oder überhaupt, das weiß man ja dann nicht. Mich von einem Fahrzeug, das ich benutzt habe, weil es über eine lange Strecke hilfreich schien, zu trennen, zugunsten von etwas Ungewissem. Es war so ein Gefühl, das würde heißen, meine Persönlichkeit aufzugeben, zugunsten von etwas Unbekanntem. Einfach weil dieses Unbekannte ruft. Da sträubt sich zuerst etwas oder ist eine Angst vielleicht. Was geschieht dann mit mir? Und dann kann ich das ja vielleicht gar nicht mehr machen, was ich mache. Und wovon lebt man dann und so weiter? Aber das Stärkere da in der Wüste war die Einsicht, dass dies eine große Freiheit beinhaltet, seine Identität, wenn sie nicht mehr nützlich erscheint, einfach ablegen zu können. Das, was ich gesehen habe, ist etwas Neues, worüber ich reden könnte, das immer selbe natürlich, aber gerade noch mal eine neue Möglichkeit, es ganz einfach zu beschreiben. Ich habe gesehen, dass da Menschen waren, die, viele davon auf jeden Fall, in irgendeiner Form litten. Und ich habe gesehen, dass dieses Leiden auf etwas ganz Einfaches zurückgeht. Jeder ist irgendwie gewachsen in Beziehungen, zu seinen Eltern vor allem, zu seiner Mama und seinem Papa, aber auch zu anderen,
Und in diesen Beziehungen hat er irgendwie die Erfahrung gemacht, nicht richtig gewürdigt zu sein, nicht gesehen zu sein, nicht geliebt zu sein. Und darauf hat er reagiert, im Sinne von einer Haltung, die er einnimmt gegen seine Eltern, und dann diese Haltung in alle Beziehungen sein Leben lang hinein überträgt. Zum Beispiel die Haltung: Wenn du mich nicht liebst, dann liebe ich dich auch nicht. Die stolze Haltung: Wenn du mich nicht brauchst, ich brauche dich auch nicht. Oder die beleidigte Haltung: Mein Papa hat mich nie gesehen. Und darin bleibe ich fixiert dein Leben lang. Das ist mein Unglück. Das ist das Unglück. Fixiert zu sein in irgendeiner Haltung, die nicht mehr möglich macht, dass ich mit offenem Herzen zum Papa springe, zur Mama springe und ihnen meine Liebe bringe. Und alles, was es braucht, um dieses Leiden zu beenden, dass ich sehe, in welcher Haltung ich mich fixiert habe, in welcher Haltung nicht mehr lieben zu wollen. Wenn du mich nicht liebst, dann ich halt auch nicht. Trotz oder beleidigt sein oder stolz oder Angst, das Risiko wieder einzugehen. Und das beinhaltet genau das, was ich da in der Wüste für mich gesehen habe. Das Aufgeben einer Identität, einer Identifikation mit einem Muster. Das Aufgeben seiner gesamten Persönlichkeit, auf die man sich gründet, zugunsten einer inneren Leere. Wenn ich es aufgebe, bleibt da nichts. Und diese Leere das ist Freiheit. Darin beginnt das Lieben wieder zu blühen. Immer wenn ich still bin und schaue, sehe ich wieder die Einfachheit in diesen Dingen. Ist alles so einfach. Und die klaren Schritte, die es braucht, um die Lösung zu finden für jeden.
Und dann drängte mich etwas, das zu beschreiben, das zu erklären. Das bin ich. Das ist meine Art zu blühen, mein Geschenk. Und dann kam diese Einladung in der Wüste zu mir. Gib das auf. Es bringt im Moment nicht die richtige Frucht. Versuch dich darin, ein anderes Geschenk zu sein, ein Geschenk von ganz anderer Art. Wirke durch Schweigen. Verlier die Worte. Lass es zu, dass sie dir abhanden kommen. Sei in der Welt wie ein Neugeborenes oder wie ein Narr. Vielleicht nur für eine Weile. Vielleicht überhaupt. Vielleicht war es nur eine kurze Einsicht und ich rede ja schon wieder. Kann ich da hingehen? Das ist die essentielle Frage, die daraus kommt für jeden von uns. Wo ich meine innere Identifikation, das Muster, in dem ich Sicherheit gefunden habe, aber auch Leid, preisgeben. Zugunsten von Freiheit. Thank you.
Meditation, das ist genau dieser Prozess. Zuerst seine Persönlichkeit zu sehen, die Identifikation, in der man verharrt, zu sehen, in was man sich verrannt hat, in welchen Mustern man zu Hause ist, das zuerst in sich zu konfrontieren, zu sehen und es dadurch dann, weil man es sieht, aufgeben zu können. Zugunsten von diesem Zustand von Freiheit. Aber was ist das eigentlich, Freiheit? Ich kann euch sagen, was es nicht ist. Es ist nicht das, was wir alle denken, dass es sei. Wir denken alle, Freiheit ist, tun und lassen zu können, was ich will. Das ist eine Art von Freiheit. Aber es ist mehr Gebundenheit als Freiheit, weil darin bin ich an meinen Willen gebunden. Freiheit ist mehr ein Gehorchen können etwas Größerem als meinem Willen. Gehorchen und folgen können. Wir setzen normalerweise Freiheit gleich mit Vergnügen. Vergnügen zu haben und diesem Vergnügen Ausdruck zu geben. Das ist eine sehr beschränkte Art von Freiheit. Es ist mehr ein Gebundensein, eine Abhängigkeit an das Angenehme. Was ist denn das, Freiheit? Ich weiß, dass die Daniel das sehr schön beschreiben kann, was Freiheit ist. Vielleicht, wenn ich schweige und ihr ganz still seid, beginnt sie zu sprechen. Freiheit beginnt eben, so wie Samuel es gesagt hat, damit sich frei zu machen von etwas. Eben Angst, vor allem Angst immer wieder. Und sich selber vom Leid. Aber wirkliche Freiheit ist die Freiheit für etwas. Wirkliche Freiheit ist die Freiheit, jetzt gerade
glücklich sein zu können. Inmitten von diesem Chaos, inmitten von allem Lärm, die die Menschen machen, glücklich zu sein, inmitten von diesem Leid. Es ist die Freiheit, weit zu sein, inmitten aller Enge, mitten im Stress, mitten in aller Überforderung, mitten in diesem ganzen Gerangel von gesehen werden wollen, wichtig sein wollen, mittendrin sitzen, sich frei halten für das Glück, das vorbeikommt, frei sein, die Schönheit zu sehen, dich zu treffen, da wo man dich gerade treffen kann. Dafür muss ich frei sein von mir. Wenn ich besetzt bin von mir, von meinen Gedanken, die ich um mich und die Angst herum drehe, wenn ich angefüllt bin von meiner Geschichte, meinem zu kurz gekommen sein, meinem nicht gesehen worden sein, mit meinem Ungeliebtsein, dann bin ich nicht frei, dich jetzt zu treffen. Dann kann ich dich nicht halten in deiner Unruhe und in deiner Angst und in deiner Enge. Und wenn ich dich darin nicht halten kann, dann erkenne ich dahinter dein Wesen nicht und deine Schönheit nicht. Dann ist alles, was mir bleibt, zu reagieren auf dich.
und das ist Abhängigkeit. Freiheit ist, nicht an dich gebunden zu sein, dadurch, dass ich auf dich reagiere oder von dir etwas erwarte oder erhoffe. Oder mir wünsche. Freiheit heißt, aufzuhören, an dir zu leiden. Und davor natürlich, damit aufzuhören, an mir zu leiden. Und das ist die Freiheit, dich zu lieben, wer und wie auch immer du bist. Unsere größte Freiheit im menschlichen Bereich ist die Freiheit zu lieben. Unter allen Umständen, in jeder Situation, ohne Angst und still mit der Wirklichkeit zu sein und dich darin zu erkennen, zu begleiten, zu tragen. Und dein Blühen zu unterstützen. Die Freiheit zu lieben ist die Freiheit, sterben zu können. Deswegen geht Meditation, wenn man in ihre Tiefen eindringt, immer mit diesem Gefühl zu sterben zusammen. Man stirbt etwas ab, man stirbt in etwas hinein. Zuerst dann erkennt man dieses Gefangensein im Selbst. Man würdigt es, man nimmt seine persönliche Geschichte ganz, mit allen Gefühlen darin, die man im Erleben dieser Geschichte nicht genommen hat. Man stirbt in diese Gefühle hinein. Dadurch wird die Energie, die darin gebunden ist, frei. Die Geschichte kann von einem abfallen. Man stirbt der Geschichte ab.
ist ein Zustand, wie wenn sie in einem neu geschrieben würde. Man findet hinter sich keine Vergangenheit mehr, sondern nur den Raum des Glücks, den man auch vor sich sieht. Man kommt aus dem Glück. Sonst hat man keine Herkunft mehr. Freiheit ist die Freiheit zu lieben. Und die Freiheit zu lieben ist die Freiheit, allem, was man erlebt, immer gleich wieder abzusterben. Immer wieder ins Neue geboren zu werden, zu erwachen, sterben und erwachen. Sind darin eine Bewegung. Frei zu werden, immer wieder ins Nichtwissen hinein zu erwachen. In diesen Zustand hinein, in dem noch nichts festgelegt ist, von dem ich noch nichts weiß. Den ich nicht gleich mit meinen Gedanken strukturiere und mit meinen Ideen und Bildern besetze. Zu erwachen für neue Möglichkeiten, für Möglichkeiten, die es bis jetzt in meinem Leben oder zwischen uns noch nicht gab. Frei sein heißt, jeder Möglichkeit in mir Platz zu geben, den Denkbaren und den Undenkbaren. Mich in diesen Bereich des Unvorstellbaren und des Unmöglichen vorzuwagen, indem ich mich leer mache, nichts bin, nichts Bestimmtes bin. Indem ich dem Leben
die Führung überlasse. Indem ich mich der Ganzheit der Energie in jedem Moment ergebe. So dass ich damit unmittelbar ein Teil von Schöpfung werde. Wir leben sehr beschränkt. Jeder für sich und vor allem auch zusammen. Wir schränken unsere Möglichkeiten und das Leben sehr ein. Auf etwas sehr Enges, Kleines. Kompliziertes, düsteres meist. Und die Sicherheit, für die wir das tun, ist gar nirgends. Die vermeintliche Sicherheit ist am Schluss nur große Enge und Langeweile. Gewohnheit. Die Freiheit, lieben zu können, ist die größtmögliche Sicherheit. Denn darin bin ich aufgehoben in der Bewegung des Ganzen. Und nur im Ganzen kann ich nicht verloren gehen. In meinem Denken, in all den Ideen, Vorstellungen, Ideologien. Verirre ich mich endlos, verliere ich mich. Verwende mich im Trotz, im Recht haben, im Kämpfen, und lande am Schluss in Isolation. Bin zwar immer noch gehalten vom Ganzen,
aber ich spüre es nicht mehr, ich sehe es nicht. Meditation, das ist der Prozess, die innere Verbindung zum Geist wieder zu säubern, die innere Verbindung zum Ganzen wieder klar zu machen, zu reinigen von den Verunreinigungen durch das Persönliche. In einer klaren Verbindung zum Geist zu sein, versetzt mich in einen Raum des Unpersönlichen, in dem ich mit einem unpersönlichen Auftrag in der Welt bin. In welchem ich enthoben bin das, was die Welt mir entgegenbringt, persönlich nehmen zu müssen. Man kann in dem, was wir tun, dieser Art des Meditierens, das Vergnügen suchen. Das Angenehme, für einmal ein bisschen mehr Energie zu haben. Das ist eine sehr kümmerliche Freiheit. Freiheit ist auch die Freiheit, zu wissen, warum ich hier bin, wozu ich gesandt bin. Den Geist des Ganzen in mir als Auftrag in der Welt zu spüren. Sein Zustand ist vollkommene Hilflosigkeit, Sprachlosigkeit, ein totales Ausgeliefertsein. Das, weil es genommen ist, unbewusst im Säugling, ein vollkommenes Aufgehobensein ist, ein Zuhause-Sein im Ganzen.
diesen Zustand in sich wieder zulassen zu können, das ist das Ziel von Meditation, ein erstes Ziel. Dieser Zustand, das ist Freiheit. Vollkommen hilflos zu sein, vollkommen abhängig, nicht zu wissen, wohin ich gehe, in einer vollkommenen Hingabe und Bereitschaft, dem Geist zu folgen, da wo er mich ruft. An diesem Punkt, diesem Innen, Zustand, wenn man damit still sein kann, wenn ich wieder wie ein Neugeborenes sein kann, aber bewusst und verantwortet, das ist wie gestorben sein, der Welt, so wie sie normalerweise ist, abgestorben sein, außerhalb von ihr sein, nach innen ausgetreten sein. Dieser Punkt ist auch der Punkt, an dem sich der Geist öffnen kann ins Unermessliche hinein, ins Unbegrenzte, ins Wunderbare, auch ins Mysterium des Seins, an dem er sich mitnehmen lassen kann auf eine Reise, die nicht er selbst bestimmt, sondern zu der er berufen ist, sie zu entdecken. Frei sein heißt, immer wieder alles riskieren zu können. Die Freiheit, alles verlieren zu können. Ist auch die Freiheit, in Bereiche vordringen zu können, von welchen es kein Zurück mehr gibt. Frei sein für Endgültigkeit. Für den Tod.
Darin entsteht die Fähigkeit, mir alles erlauben zu können, auf alles verzichten zu können, Fehler machen zu dürfen, in vollem Lauf anhalten zu können, jederzeit. Und immer wieder neu beginnen zu können. Freiheit ist die Freiheit, jederzeit gehen zu können, überall. Und darum jederzeit bleiben zu können, überall. Und darum mein Schicksal nicht nur ohne Widerstand, sondern mit großer Freude leben zu können.